So, warte. Schau. Schocki zwischen den Zähnen. Nein, fahr nicht. Spielen. Mhm. Zen. Bist du ready? Nee, ich bin ready. Komm. Let's go. Let's go, Mario. Welcome! Hallo! Du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal da ist. Yes! Und ich bin auch dein allererster Gast. Richtig, also du bist ja der absolute Regular im Feelgood Podcast. Irgendwann werden wir eine Abspaltung machen und noch eine separate machen, wo wir einfach. So ehret wär's. Nur Scheissdreck labern. Okay. Aber vielleicht schaffen wir es auch, dass wir ab und zu. Etwas Gutes reden. Etwas Gutes? Yeah. Ja, voll. Was? Etwas mit Gehalt. Nein, aber ich habe gefunden, so nach 20 Folgen ist der Moment, wo man wieder jemanden einladen kann. Vor allem, wenn die letzte Folge Anfang Oktober war. Yeah, ja, was? Ja, und jetzt sind wir im Sommer 2020 und. Ja, ist fast ein Jahr vorbei, ja, stimmt. In anderen Zeitspannen würde ich sagen, ist ja fast nichts passiert. Ja, aber diesmal ist sehr viel passiert, habe ich das Gefühl. Sehr viel passiert. Ja, die Welt brennt. Die Welt brennt. Das kann man wirklich sagen. Weißt du noch? Es geht einiges ab, ja. Ich habe Anfangsjahr, weiß ich noch, zwei Tagen, ich weiß nicht mit wem, haben wir darüber geredet. Wir haben gesagt, weißt du, Anfangsjahr haben wir noch gedacht, scheiße, wie vor 2020 war. Irgendwie. Brennt in Australien. Mhm. Iran hat aus Versehen Flugzeuge abgeschossen. Aus Versehen. Aus Versehen. Ja, aus Versehen. Hey, aus Versehen. Wie man so oft einfach aus Versehen Flugzeuge. Ja, eben, aus Versehen. Du kriegst einfach 160 Leute. Ich habe schon aus Versehen mal in einer Bar jemanden ins Gesicht geschlagen. Ja, ich bin so ausgerutscht. Ja, ich bin ja aus Versehen irgendwo ausgerutscht und bin einfach in eine Muschi gelandet. Also, so. Das ist eine Eskalation, das ist nicht gebraucht. Nein, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was hat es noch gegeben? Und Trump hat fast den Dritten Weltkrieg angefangen. Eben wegen dem? Ja, genau. Eben wegen dem Flugzeug? Ja, irgend so etwas, ja. Auf jeden Fall habe ich dort schon gedacht, oh fuck, wie fährt es 2020? Mhm. Und das ist alles zwischen Januar und März passiert, gell? Ja. Und dann ist der März gekommen. Jesus Christ, Mann. Schon crazy. Ja, vor allem, weil alle Leute so gefunden haben, 2019, endlich ist es vorbei. Ich war auch so einer gewesen. Wirklich? Aber du hast ein gutes 19 gehabt. Ja, beruflich ja. Muss ich sagen, ja. Ja. Privat auch, ja. Gewisse Sachen sind gut gewesen, aber auch viele schlechte Sachen. Mm. So wie jedes Jahr. Aber hast du nicht das Gefühl, also jetzt ist es wirklich sehr speziell, aber hast du nicht das Gefühl, dass die Menschen sich auch mittlerweile mehr aufs Negative konzentrieren als auch schon? Mm, ja, aber ich glaube, sie haben viel mehr Zeit für das. Sagen wir so, desto mehr Leute zuhause hocken, desto mehr kannst du Nachrichten konsumieren, Verschwörungstheorien konsumieren und so weiter. Ja, desto mehr, wenn Leute mehr Zeit haben und sie sind auch hässlich, ich meine, die meisten von uns das Jahr sind einfach hässig, weil du das Gefühl hast, irgendwie, es wird dir etwas weggenommen. Und du kannst fast nichts machen. Irgendwie, du musst es machen. Das ist so. Ja. Aber es ist ja eh, merke ich jetzt, die paar Auftritte, die wir jetzt haben, das Sommer. es geht ja darum, dass die Leute noch mir in Wellen kommen. Also weißt du, selbst wenn du jetzt die Veranstaltungen erlaubst und sagst, hey, kommen alle. Es gibt ja trotzdem so eine Grundangst, Respekt vor dem Ganzen, wo die Leute sagen, so, bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt will in einem Raum mit Menschen. Ja, weißt, je nachdem was, das finde ich eben komisch, dass Leute mehr Schiss haben, an eine Veranstaltung zu gehen. Aber so in Clubs und so, okay, ja, das. Da haben sie keinen Schiss. Da ist so, fuck it, hat der Corona in this bitch. So, das ist wild. Der Dabu hat mich gefragt, ob Rave ein Menschenrecht ist. Und es ist.
Das ist eine berechtigte Frage. Das ist wirklich berechtigt, finde ich. Aber gell, ich meine, überleg dir mal, als ich 20 gesehen bin, ja. Der ist für mich auch wahrscheinlich etwas vom Wichtigsten gesehen, am Wochenende rauszugehen. Es geht also, wenn SARS gekommen ist. Das weiss ich noch mal. Ich bin hure so, yo! Wirklich? Ja, voll. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich glaub, richtig Schiss bekommen habe, weil ich irgendwie gemerkt habe, das ist eine Krankheit, wo du nichts machen kannst. Bist du auch nicht mit McDonalds wegen dem Rinderwahn? Nein, das schon nicht. Nein. I didn't give a fuck that. Das ist so. Nein, ab und zu wusste ich Burger. Nein, aber SARS ist für mich ab dort und dann ist noch Ebola. Ebola, das sind so die zwei Krankheiten, die mich wachgerüttelt hat, eigentlich. Mm. Aber ich meine, SARS, wie alt bin ich? Das ist 2008, siehst du wieder? 9? Der Christoph weiß es sicher. Wenn ich SARS gesehen habe, ich habe es später gesehen. 2009. 2009, gell? Irgendwo dort. Wie alt bin ich 2009? Stell dir vor, 2008 haben wir noch die Euro gehabt. In der Schweiz. Mit Public Viewings, wo wir 20'000 Holländer auf einem Platz gesehen sind. Scheiße. Leck, ist das geil. Nein, wie alt bin ich? Ich bin 19. Etwa, ja. 19, ja. 19, 20, irgendwo dort. Das ist so, yo, shit, okay, the fuck. So, this is crazy, yo. Lustig, aber mir hat das null interessiert. SARS, hat dich nicht interessiert? Nein, eben drum. Ich verstand ja ein Stück weit, dass die raus wollen und so. Ja, ja. Das Problem ist mehr, was wirklich nicht geht, ist, wenn man dann nicht mal seine eigenen Daten angeht. Es gibt ja mittlerweile temporäre E-Mails. Sorry, wer noch nicht Temp-Mails kennt. Ja. Weißt du, wie viel scheiß Codes habe ich mir schon auf Temp-Mails schicken lassen? Und ich mir immer so frage, wenn du der bist, wo muss die Daten auswerten und du siehst schon eine E-Mail-Adresse, die irgendwie heisst fi37981666@vtxnmail.orgnet oder so. Dann weißt du, he's fucking with me. Aber trotzdem, dann hast du die Temp-Mail und dann weißt du auch, wenn dort eine Mail reinkommt, dann ja. Wird es das sein. Ja, genau. So, ja. Das verstand ich nicht blöd. Ganz. Aber auf eine Art, weißt du, habe ich schon verstanden, warum gewisse Leute eben ihre Adresse eben nicht wollen angeben. Ich meine, wie viel Mal hast du schon etwas wollen kaufen? Sagen wir auf. Keine Ahnung. Nein, wie viel Mal bist du? Ich weiss noch, früher bist du in die Härterei gegangen. Und dann haben sie dir auch gesagt, irgendwie musst du deinen Namen angeben. Oder yeah. So. Yeah. Du denkst, hey, bekomme ich irgendwelche Mails? Nein, voll nicht. Jedes Wochenende. Gut, Amis sind noch besser. Bei den Amis ist ja einfach, du gehst in den Supermarkt und an der Kasse sagst sie, so what's your phone number? Ja, genau, why? Ja. Gibst sie auf die I. Ja, das verstehe ich schon, aber während Pandemie, den verstehe ich eben weniger. Und vor allem, dann regst du irgendwie. Regst du irgendwie über das auf und machst aber die ganze Zeit TikTok. Bong, 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 bong. Wo du dein Gesicht zeigst und alles. Und mit irgendwelchen Face-Filters. Nein, und dort musst du auch irgendeine Handynummer angeben, weil damit du dich einloggen kannst, kriegst du ein SMS. Und also. Und dann eine App abladen. Nein, mach ich nicht. Ich will dem Bund meine Daten nicht geben. Swiss Covid, ich habe gar keine Daten mehr eingeben. Ja, genau. Hast du, es geht über Bluetooth. Ja, hast du den Meme gesehen, wo dann einer so steht und sagt so, ich gebe denen meine Daten nicht. Und dann unten dran siehst du Instagram, Facebook, Google und so. Das ist aber genau das. Das ist genau das. Hast du gehört, was der Uli Maurer gesagt hat? Ich komme nicht raus, hat er gesagt. Ja. Du bist und, Bundesrat, und, god damn! Aber weißt du, was geil ist? Die ganze Schweiz, die das sagt, so, er stund uns keine Sekunde. Das ist Uli Maurer, Mann. Ja, ist okay. Es ist wie wenn Aliens würden kommen und du würdest hören, Uli Maurer hat mit denen Orgy gehabt, würdest du denken, ja, Julie Maurer. Das bin ich, so, ja. Schön, wenn du ein Interview von ihm auf Englisch hörst. Und sagst, wieso habe ich nie das Gefühl gehabt, dass er Englisch kann? I say nothing to that matter. Fix fertige Dreamer, eh? Oh nein. Wie ist viel passiert? Keine Ahnung, was glaubst du, wie geht es weiter? Irgendwann geht es weiter. Aber wie? Ich probiere mich darauf zu konzentrieren,
in der Planung, dass es so weitergeht, wie mal ursprünglich geplant. Okay. Weil ich habe ein neues Programm im Herbst. Und das erarbeite ich. Und wenn es dann... Und wie weit bist du? Bist du gut? Wenn es dann nicht stattfindet, ja, dann findet es halt nicht statt. Ja, was machst du denn? Ja, dann spiele ich es halt später. Okay. Ja, gut, ja. Du hast ihn selber mal ein halbes Jahr hinterher verschoben. Ja, das stimmt, ja. Aber mir ist nächstes Jahr. So. Ich warte, bis die Impfung kommt. Falls du denn schon da ist. Ja, aber es schießt mich schon noch ein halbes Jahr genau das gleiche noch mal spielen. Das muss schon. Muss ich nicht also, genau das gleiche spielen. Ich spiele schon nie neue Sachen. Aber dann ist es blöd, wenn es ein neues Programm dann kommt. Und die, die es dann gesehen haben, habe ich das nicht im letzten Programm schon gesehen. Obwohl, es gibt schon Gags, wo ich jetzt mittlerweile aus Schwarz-Schweiz das erste Programm finde. So. Es wird eigentlich jetzt passen. Ja? Ja, es gibt schon Witze. Obwohl es mir anschießt, denkst du, es wird passen. Mm. Irgendwie, aber irgendwie das Ego findet dann, you can do better. Und wenn dann Update ist, Gag reloaded. Gag. Du hast auch noch nie oder recht selten einen Gag von dir vom letzten Programm Neues neu. Nein, das nicht, aber ich hatte das zum Beispiel beim Frank Richter, seiner Premiere, habe ich das krass gefunden. Weil der Frank hat schon 3 Jahre Stand-up gemacht. Mhm. Und wir sind so oft zusammen auftreten. Ja. Und wir haben ja gesehen, wie er gewisses Material erarbeitet. Ja. Und wir haben auch gewusst, was so die Hits sind. Ja. Und dann habe ich so gedacht, ich werde jetzt in diesem Programm, wenn ich an die Premiere gehe, werde ich 90% kennen. Logischerweise. Und dann hat er sehr oft hat er einen Joke gebracht. Und hat danach aber nochmal etwas Neues dazu. Ah, dazu, was du nicht gewusst hast. Okay. Und durch das hat es mich zum Teil, wirklich, sind mich 5-6 Mal mich komplett verrissen während dem Programm. Weil ich einfach so, eben, sogar ich bin noch überrascht worden. Okay. Das heißt, ja, das meine ich mit Updaten. Also okay, weißt du, so, okay. Du kennst zwar vielleicht den Ursprung, aber. Aber wie es weitergeht, hast du nicht gewusst. Aber es ist dann auf einmal, es kriegt dann auf einmal gleich eine neue Note, oder? Und, ja, und das habe ich schon gemerkt. Ich habe zum Teil. Ich habe jetzt im letzten Programm habe ich einen Joke gehabt. Erst nachdem ich geschrieben habe, habe ich so gemerkt, das ist im Kern ist es genau das Gleiche wie ein anderer Witz. Wie im allerersten Programm. Aber ich bin ein bisschen besser geworden. und darum ist es im ersten Programm ist es so gesehen, ich bin in die Steiner-Schule gegangen und übrigens, nicht alle Lehrer dort sind pädophil. Yeah. Das war mein Joke gewesen, so, oder? Und diesmal ist es eine Geschichte gesehen, die über eine Minute gegangen ist. Und dann bist du... Ja. Okay, gut, ja. Wo du nie im Leben gedacht hättest, dass das dann passiert. Also, ja. Ich hoffe es nicht. Aber weißt du, das frage ich mich jetzt. Alle Leute da außen. Ich weiss nicht, erwartet man von Comedians, dass man über die Ereignisse schwätzt oder auch Sachen, die gewesen sind, damit du die kannst wiedererkennen kannst? Zum Beispiel jetzt, ich sage mir jetzt, wäre ich jetzt jemand, der jetzt die würde verfolgen. Mhm. Nach dieser Krise würde ich fast erwarten. Also ich folgen würde, oder verfolgen? Verfolgen, okay. Ja, ja. Ich würde nach dieser Krise hören, was hast du gemacht während dem Lockdown? Was sind deine Ideen? Ich meine, wie ist dir gegangen? Und so. Aber ist es dir nicht zu viel? Ja, ich bin jetzt ein bisschen geteilter Meinung, weil ich also... Ich hatte das beim Trump damals schon gehabt. Ich hatte das Gefühl, wenn etwas die ganze Zeit Thema ist, von morgen bis zu oben, in den Nachrichten, am Stammtisch, wenn du mit der Familie redest, am Telefon und so weiter und so fort. Es kommt immer das Thema. Und dann sagst du, Schatz, heute oben gehen wir ins Theater oder in den Club oder in die Bar oder was weiß ich, gehen wir Stand-up schauen. Und dann kannst du das. Und dann kommt die Person auf die Bühne und fährt damit, hey, Corona, Also weißt du, dann ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du dann wirklich davon wegkommst, weil vielleicht willst du ja mal eben davon wegkommen, vielleicht willst du einfach mal vergessen. Ich verstand aber auch die Erleichterung als Zuschauer, wo du kriegst, wenn du eben eine Bestätigung kriegst, es ist nicht nur mir so gegangen, zum Beispiel... Nicht nur ich habe gesoffen während dem Lockdown. Aber das haben wir global. Ja, eben. Und es hat so ein paar gegeben, die gesagt haben, nein, während dem Lockdown habe ich gar nicht getrunken. Nein, im Fall, die haben mich im Fall nicht... Weißt du, was für Leute mir am meisten genervt haben während dem Lockdown? Du hast nicht anders können. Aber du bist einfach langweilig, bist du zu Hause, was machst du?
kurz aufs Handy schauen, denkst, ah nein, da habe ich irgendetwas gemacht, bin Sport machen, komm zurück, sehe etwas Cooles und denke, ah, soll ich das mit den Leuten mitteilen? Ich denke, nein. Dann gehst du einfach schnell auf Insta und du siehst einfach die ersten 6-7 Leute. Ja, weißt du, jetzt bin ich voll der Fitness-Fan und so. Und irgendwelche, ja, ich habe jetzt Salat entdeckt mit Halloumi und so. Und du findest so, und Alter, jeden Tag habe ich Leute drauf gehabt, die irgendwelche Squats gemacht haben, die sonst nie Squats gemacht haben. Plötzlich die auf Insta. Und dann, wenn sie. Ja, nein. Und dann, das sind genau die Leute, dann, wo die wollen. Go verurteilen, wenn du nachher über Corona redest? Ja, ich glaube aber irgendwann ist es auch easy, wenn man nicht drüber redet. So. Ja. Gut, über was wir noch. Das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Danke vielmals. Das wäre der Corona-Update gewesen von Charlie und Joel. Mm. Es ist wie alles. Es passiert so viel Zeugs und es geht so schnell. Und mein Ziel ist ja auch, dass wenn man dann mal da lost in 2 Jahren oder so, dass man dann auch sagt, ja, das müssen wir jetzt nicht mehr hören. Weißt? Und ich glaube, es ist das Gleiche so mit Comedy. Was, dass man Comedy nicht mehr hören will? Nein, dass man eben nicht das Thema. Dass man das Thema nicht mehr hören will. Weißt? Okay, ja. Yeah. Weil eben, jeder Mensch hat so seine Geschichte damit. Es hat sicher alle betroffen. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn du wirklich über das Thema willst, Jokes hören, dann wirst du hundertprozentig... Ja, sicher genug. Aber genau das finden, was du willst. Es ist eher der Punkt, wo ich dann so das Gefühl habe, eben, man muss wieder Schweizer Bezug dazu finden, damit es nicht einfach allgemein Corona als Thema ist, zum Beispiel. Aber jetzt ist die Frage, über was schwätzt mit den Leuten? Das ist auch jetzt so, wenn du rausgehst. Ich merke immer... Es ist immer so, irgendwie, als erstes Gespräch ist immer, hey, wie geht's? Gut, ja, Corona. Es ist wirklich so. Ich meine, über was schwätzt du? Es braucht immer ein Zeitchen, bis du irgendwelche anderen Themen findest. Das ist so, aber ich habe das Gefühl, wenn du es eben schaffst, auf einmal, die Leute vergessen es sehr gerne und sind eben sehr gerne in einer anderen Welt. Okay. Du musst einfach wieder den Sprung finden. Ja. Dann müssen wir so Smalltalk-Regeln abmachen. Wie es kommst du aus einem Corona-Gespräch? Es ist ja eigentlich das neue Wetter. Oder? Früher hast du über das Wetter geredet, jetzt redest du Corona-Fallzahlen. Jetzt, wie kommst du aus so einem Gespräch? Das ist etwas, wo ich auch immer mega Schwierigkeiten habe, in Smalltalks das Thema zu wechseln. Ja? Ja. Je nachdem, wenn du voll drin bist, ist so, wenn du einfach plötzlich wechselst, merkt die andere Person so, okay, that's weird. Ich habe mich recht wohl gefühlt, mit Smalltalk, aber je länger ich auf der Bühne stand, wo du so die Einwegkommunikation machst, also weißt du, kommunizierst zu den Leuten und dann gehst du wieder in den Garderobe. Okay, what you mean? Und also an Shows und so ist kein Problem, aber ich gehe zum Beispiel mega ungern an irgendeinen Geburtstag oder Homeparty oder was weiß ich, wo ich weiss, ich kenne so gut wie niemand. Weil dann, eins der grossen Smalltalk-Themen ist ja immer der Beruf. Und wenn, ich meine, wir sind ja schon im Ausland gesehen. Wenn du im Ausland bist, dann sagst du vielleicht mal etwas anderes. Oder? Ja. Dann sagst du, ich bin ein Mechanik. Oder was auch immer. Ja. Und dann sagen alle, und es interessiert sich ein Scheißdreck, weil niemand will wissen. Weil niemand will wissen, was du wirklich machst, oder? Ja. Und in der Schweiz ist dann aber immer so ein bisschen, es könnte sein, dass die Person. Weiss, was du machst, und sie fragt auf mich so. Smalltalk? Smalltalk-mäßig. und dann sind es halt immer so ein bisschen die grundsätzlichen Themen. So, aha, ja, lebst du von dem. Ja, wie gehst du denn raus? Sagst du, wie geht es deiner Frau? Nein, ich gehe einfach nicht an so Events. Das ist schon ein Weg. Das ist schon ein Weg. Ja. Nein, aber ich find, es gibt. Smalltalk kann sehr, sehr befruchtende Momente geben. Man muss halt einfach ein bisschen wählen. Man muss einfach ein paar Fragen stellen. Also ich find Smalltalk mit dem Claudio Zuccolini am geilsten. vor allem in Arosa. Ja, ist einfach mega lustig. Hey, nein. Oh, shit. Ja, jetzt das Thema will anfangen, dann ich denke, nein, ich lasse es sein. Was hast denn du für Smalltalk-Themen?
Ich meistens frage einfach, was Leute machen. Eben, siehst du? Also, weißt du, machen, also, oder Ferien ist auch so, man sagt, ah, du gehst in die Ferien, fuck, nein, es geht, nein. Leute, die ich kenne, die es mich interessiert, frage ich wörtlich. Ja. Yeah. Die will es wörtlich wissen. Und yeah. Ich glaube, andere Leute stellen genau die gleiche Frage. Aber es ist einfach so, zum Zeit überbrücken. Das Schlimmste finde ich immer, wenn du Leute nicht kennst und ein Kollege stellt dir vor und dann die Person geht nachher aufs WC und dann stehst du allein dort und denkst so, nein, lass mich nicht allein, nein, nein. So, Gott. Ja, eben. Oder sie fangen davon schwätzen yeah. Und du bist dort mit dem Glas so, so und du kannst vorne nicht mitreden, weil sie über irgendjemanden schwätzen, den sie alle kennen und dann bist du so. Was hat er gesagt? Ich habe mal so einen Moment gehabt. Mit meiner Ex-Freundin. Im ersten Programm habe ich es erzählt. Was ist passiert? Ja, wir sind an irgendeiner Party in Zürich hinter dem Zoo im Wald. Okay. Hat es eine Party gegeben, ja. Wo sie einen Stromgenerator angehauen ja. haben und dann ist tuts, 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 so. Und ich wollte eigentlich schon nicht gehen. Und sie hat dann aber so quasi teased, dann haben sie gesagt, wir könnten ja dann dort im Wald, könnten wir dann Sex haben. So. Okay, so cool, okay. Okay. So, getting jiggy with it, okay. That's my mission, oder? Okay. Und bin so mega happy gesehen. Und also, im so Inneren habe ich so, yeah, I'm gonna fuck. So, mein 16-jähriger Ich high-fived. So, Träume wahr werden. So, und dann hat irgendwann sind wir dort und kaum sind wir angekommen, sagt sie, dass sie aufs WC muss, also ja, halt in den Wald, so, und ihre Kollegin sagt, ich gehe auch mit. Und dann bin ich mit einem anderen Dude einfach dort stehen geblieben. Dort gestanden. Und du in deinem Kopf denkst einfach so, ich wäre jetzt am Bumsen gewesen. Aber es ist wirklich so gesehen. Und vor allem, was rede ich mit dir? Und wir sind wirklich auf so dort gestanden, so. Hey, hi! Yeah. Essen zusammen! Irgendwann so, wollen wir etwas trinken holen? Voll! Dann sind wir etwas trinken geholen. Dann haben wir nur noch 34 Minuten Zeit gehabt. Oh, fuck! Das sind die ganz schlimmen Momente. Ja, yeah, I know what you mean. Das sind die ganz schlimmen Momente. So, oh, okay. Ja. Okay, cool. Wie heißt du schon wieder? Martin, ah, jawohl, hey! Na, no, Mann. Aber ja, so ist es. Bei Shows ist es ja eigentlich noch easy, weil bei Shows hast du ja. Du hast weggelaufen. Nein, vor allem du hast ja schon 2 Stunden gemacht. Also du hast ja schon. Mega viel geredet. Du hast ja schon mega viel geredet und du hast durch das auch ein paar Themen, oder? Weil oft erkennt ja irgendjemand etwas, wo sie dann so sagen: Hey, wo du die Geschichte erzählt hast, mir ist mal das und das und was weiß ich passiert. Und das finde ich aber befruchtend. Okay, also, ja, das stimmt. Weil zum Teil kannst du das dann sogar noch mit einbauen. Ja, in deinen Jokes hinein meinst du? Ja! So, ist es so wie bei mir Kaffee Togo. Den Witz habe ich von einer schlimmsten Veranstaltung, die ich in meinem Leben gesehen habe. Einfach dann am Tisch und die Leute haben dann so wirklich billige Flachwitze erzählt. Hin und her, oh, kennst du den Witz? Und dann irgendwann hat irgendjemand das von Togo erzählt und gedacht, das ist gar nicht so schlecht, Mann. Ja, das stimmt. Yes, von dort haben wir unsere Witze. Was, wenn es dir jemand erzählt? Ja, nein, von Ereignissen, Sachen, die du erlebst, ja, deine schon. Kollegen, deine das Freunde, schon. Leute, die du siehst. Ist mega schlimm. Aber der Kaffee Togo ist jetzt wahrscheinlich nicht ein neuer Witz gesehen. Nein, sicher nicht neu. Ich meine, aber in meinem Programm ist es neu. Also, das sag ich auch mal. Ja, in meinem Programm ist es neu. Um das geht's. Don't be hating, don't be hating. Aber so ist eben Ferien. Wie gestaltest du das? Was? Nein. Was? Ferien. Ganz ehrlich, das ist doch etwas vom Sinnlosesten, über Ferien zu schwätzen. Ich weiß, das ist schon ein Party-Crash. Hast du jemals ein gutes Gespräch gehabt wegen Ferien? Nein. Entweder ist es ein Ort, den du nicht kennst. Also nicht kennst, du bist noch nie gesehen. Oder noch schlimmer, du erzählst irgendwie, ich gehe dort und dort an. Und dann machst du, wow, was machst du denn dort? Es geben dir alle Tipps. Nein, es geben dir alle Tipps. Weißt du, ich gehe in dem Restaurant, als würde ich extra ins Ausland fliegen und genau zu dem Restaurant hergehen. Obwohl, ist es mit dir gewesen, wo wir... Was für ein Restaurant sind wir gewesen? Wo sind wir gewesen? Ist es Spanien? Nein. Bist du irgendwo in ein Restaurant gewesen, wo sehr gut war? Ja, in den USA. Sind wir in einer Bar gesehen. Ist es in den USA gewesen? Klios. Tapas? Nein. Klios. Ja, ist es das gewesen?
Mit den Brussels Sprouts und so? Ja. Mit den Vinaigrette? Ja. Ja, aber das... Das war eine Empfehlung, oder? Nein, das habe ich ja schon kennt. Ah, du hast es schon kennt? Ja. Oh, scheiße, ich habe das nicht mehr so im Kopf. Ich habe gemeint, irgendjemand hätte das empfohlen gehabt. Nein, das Problem ist eben, ein Kollege hat mir sogar mal mega herzig, hat mir wirklich ganz viele Empfehlungen geschickt, weißt, so eine Liste und so. Und du merkst dann, die Geschmäcker sind ja noch verschieden. Also weißt du, yeah. Was ich ein tolles Restaurant finde, findet der Brands vielleicht mega beschissen und umgekehrt. Jo. Ja. Weil ja, alle Kellner sind barfuß. What a guy! Mich stört es nicht, wenn ein Kellner die Grissini irgendwie in der Hosentasche hat. Was? Aber ein Brandes findet das vielleicht mega schlimm. Und hat gern, dass die mit Handschuhen gebracht werden. Aber du hast schon recht, Ferien sind schon so ein Gesprächskiller. Was noch? Politik ist auch so ein Gesprächskiller? Das ist ja eh grundsätzlich das Problem. Das heißt ja, also die Smalltalk-No-Gos sind ja Politik, ja, und Religion. Ferien. und Essensgerichte. Ich hasse es, wenn du irgendwo gehst, geh essen und irgendwelche Leute erklären dir, wie du ein Gericht machen sollst. Und es ist mega kompliziert. Und sind tun so, als würdest du das am nächsten Tag wissen. So, weißt du, du nimmst den Fisch, gell? Lass einfach irgendwie 30 Minuten in Raumtemperatur stehen und dann pressest Zitrone in die Mitte, tust ein bisschen Oliven da drin. So, Alter, ich weiss es bis dahin nicht mehr. Alter, das ist mein dritter Wein. Hör doch auf. Ich habe noch nie eine Kochsendung geschaut und das dann effektiv nachgekocht. Eben, gell? So, drückst Play und findest, Pause, gang nochmal, okay. Okay, auch noch nie. Es ist aber etwas mega Beruhigendes, auf die Leute beim Kochen zuzuschauen, finde ich. Wirklich? Ich schaue mittlerweile auch so. Du bist bekifft. Nein, ich bin so. Ich will das Kochen auch. Das ist auch beruhigend. Es ist so, weißt du, wenn sie mir da etwas rühren. Tuck, 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 tuck. Und ich könnte das nicht machen, wenn ich mich mit Kiffen und mit dem zuschauen. Ich schaue mittlerweile sogar Videos. Ich schaue mittlerweile sogar Videos von Leuten, die essen. Ohne Witz. Hey. Mein Lauf mit dir. Mein YouTube-Algorithmus hat oft wieder mal gefunden. Was? Kollege, jetzt sind wir ein Jahr lang diesen Weg gelaufen. Schau mal da. Du schaust zu gern. Also, so Promi-Dinner-Scheiß oder schaust einfach zu, wie jemand einfach so in einen Burger reinbeißt? So. Nein, nicht so ASMR. Nicht so ASMR-Scheiß. Nicht so. Hey, I'm gonna eat this. Hast du mal so eins gesehen? Das ist schrecklich. Das ist fucking weird. Nein, sondern wirklich so. Die eine, wie heißt es? Katina eats Kilos. Lass jetzt. Katina eats Kilos. Irgendwann schlägt es mir vor. Niemand weiß, warum. Was? Katina eats Cheetos? Kilos? Ja, Katina eats Kilos. Kilos, okay. Sie sitzt an einem Tisch in einem Restaurant und sie hat ein 72-Ounce Steak. Ich kann dann googeln, das sind 2 Kilo. Und das ist eine Challenge von dem Restaurant, dass du das Steak, einen grossen Hartöpfel und eine Soda und Salat innerhalb von einer Stunde runter... Das ist behindert, du bekommst einen Herzinfarkt, Mann. Dann kriegst du es geschenkt. Tschüss. So. Und schaust du gerne. Ich hab mal drauf gedruckt. Die andere sitzt dort und die ist irgendwie... Die ist etwa 1,50 groß. Oh, shit. Und die sitzt da dort und dann sagt sie so, here's Katina, she's gonna try to eat the whole tube, 72-ounce steak and double size. Alter. Let's give it up for her. So, dann darf sie nicht aufstehen und nichts, oder? Und dann muss sie auf dort sitzen und innerhalb von einer Stunde das essen. Und sie hat einfach wirklich so ein massives Ding. Alter. Und dann fährt sie das also verschneiden. Und dann haut sie sich Stück für Stück rein. Und dann hast du immer so Leute, die auf mir laufen. You're doing great. Hey. Wow, love you. This is awesome! So, sie finden es großartig. So amerikanisch, gell? Was denn? Ich habe gerade gesagt, typisch Amis, Mann! Und ich habe es, weißt du, warum ich es eigentlich geschaut habe? Nein. Weil, wenn ich in Hawaii war, habe ich, wie so oft, du bist fucking in Hawaii. Ja. Und du lernst einen Aargauer, okay, und einen Luzerner kennen. Okay, gut, ja. Und der eine sagt so, hey, ich will in den Burger Place, weil dort gibt es einen riesen Burger, wenn du da isst, innerhalb von einer Stunde oder was weiß ich, kriegst du ihn geschenkt.
Voll geil, sind wir da, ne? Und das Ding ist, ohne Scheiß, das ist so hoch gesehen. Das ist wirklich dumm. Einfach so 30 cm hoch. Und noch besser, es ist in einer Schüssel gesehen. Oh, und in der Schüssel ist noch Fries und was weiß ich. Nein. Und dann hat uns der Chef dann erklärt, er gesagt, ja, also so jedes zehnte Mal im Schnitt schafft es jemand, dann schenken sie es. Und die, die es schaffen, sind oft eben mega klein, mega dünn. Und die essen es innerhalb von einer Viertelstunde. Weil nachher fährt das Sättigungsgefühl an. Ah, okay. So. Ja. Und das, auf jeden Fall habe ich dann aber irgendwie deren zugeschaut und sie vernichtet das alles. So, und dann geht es natürlich los. Weil was passiert denn? Dann nachher. Nein! Das ist der Herzinfarkt. Die ist irgendwie Bodybuilderin und muss ab und zu an gewissen Tag 15.000 Kalorien in sich reinhauen. Und das ist eine gute Idee, so ein Ding zu gehen. Natürlich nicht, das ist absolut krank. Es ist absolut krank und dumm, aber ganz ehrlich, ich schaue es. Zum Schauen, I hope she has a heart attack. Nein, nicht einmal, sondern einfach, ich bin fasziniert, ich schaue dem zu. So, und dann natürlich, irgendwann, während sie das am Essen ist, sagt sie so, how many have done this, bla bla. Und dann sagt sie der Typ, well, to be honest, the last woman who did it was Molly. Molly, weißt du, wie sie heißt? Schirler, oder irgendwie so. Und sie, oh my god, I love Molly. Molly, you're a savage. Bah, bah, bah. So, was? Are you a savage? Was mache ich denn? I'm a savage. Ich gehe natürlich die Molly-Dings googlen. So, jetzt stellt sich raus, dass die Molly einen fucking Weltrekord aufgestellt hat. Nein. Und zwar als wirklich vor allen Menschen auf dieser Erde am schnellsten so eine 72-Ounce-Steak vernichtet hat. Wie schnell? Jesus fucking Christ. Das ist jetzt eins von den Videos, die ich dir fast muss zeigen. Wenn ich dir das beschreibe, glaubst du es nicht. Komm, nein, zeig also es gut. Es gut. Sie macht es in 3 Minuten 40. Halt deine Frau! Was? Alter, die beißt ja nicht mal! Also doch, beißen tut sie noch, aber sie beißt ab. So. Es ist wirklich... Alter, das ist krank. Mach eine kurze Pause, ich zeig es. Das glaubst du nicht, so. Das ist krank. So. Okay. Achtung! Okay. Achtung! Look how big Lady is! Alright, give me a countdown. 5, 4, 3, 2, 1, go! Alter, was ist das für eine Sau? Alter! Oh mein Gott! Das ist kein Mensch, oder? Nein, das ist grusig. Das ist ein Tier! Schau mal, sie nimmt es auf zum. Alter, oh! Alter, weißt du, was für ein Durchfall die hat? Weißt du, wie stinkt das? Alter, das Zeug fällt auf Gären im Magen. Nein, der nimmt einfach plötzlich einen Schluck dazwischen. Oh ja, ja. Und das Geilste an dem Video sind Kommentare drunter. Jemand hat so geschrieben, Legend has it, dass das in dem Glas, dass das Gravy-Sauce ist. Ich könnte es so gut vorstellen. Ach, diese Sau, sie ist schon in der Hälfte. Das ist after Walking Dead. Nein, Alter, ist das Ding noch blutig? Was ich eigentlich jetzt vergessen habe zu sagen, widerlich. Ich eigentlich noch warnen für Menschen, die sensibel sind. Veganer, ist. Ja. Nein, auf grundsätzlich, wo das nicht ganz so Sachen gesehen. Also ich glaube, kein Mensch sieht gerne so Sachen. Also, weißt du, zum Beispiel meine Mitbewohnerin wird das nicht gerne sehen. Ja, also ich so, oh mein Gott, das sieht so makaber aus. Nein, das ist einfach, come on, man. Das ist crazy, oder? Which, ein Tier. We are 2:15 in. Oh, es ist wieder Savage. Weißt du, was wir schon machen? Das ist mein Lieblingsteil. Die andere hat einen Job. Und sagt, 2:15. Und dann so, 1:15. Okay. Nein, aber... Ja, so, irgendwann passiert das. Auf einmal bin ich bis etwas. Damn, son. Look. Ich verstehe, warum du es anschaust. Weißt, es ist wie ein schlimmer Autounfall. Mhm. Du willst nicht schauen, aber du schaust trotzdem her. Mhm. Aber gleichzeitig finde ich, wenn du willst, Menschen davon abzubringen, viel Fleisch essen, das wäre so ein Video. Oder so eine Person wie sie muss ihr Essen selber schlachten und dann essen. Und dann will ich schauen, ob sie immer noch so wird fest. Das ist einfach... Das ist respektlos, das Tier gegenüber. Weißt du, wie kackt die, Alter? Die hat Bleige, das Zeug gärt. Es wird wie eine tote Ratte schmecken, Alter. Einfach. Oh. Wie heißt sie schon wieder? Molly. Ich sag, Molly, stop. Okay. Ja.
Jetzt noch bezoffen. Ja. Okay, gut. Jetzt ist gut. Also wenn Molly wird Molly nehmen, sie wird... Aber hast du gesehen, wie klein die ist? Nein, und die ist nicht mehr so klein. Das ist gruselig. Das ist so Zeugs. Und die andere, also, die Katina in Kilos. Nein, das ist wild. Dort habe ich jetzt auch so Zeugs gesehen, wie zum Beispiel, einer hat auf Twitter gesagt, er gibt $3,500, wenn man von McDonald's Quarter Pounder, Double, was weiß ich, Dings, noch eine normale, 2 Fries. Es ist es und bescheuert. 40 Nuggets. Nein. In einer Viertelstunde ist. Das ist blöd. Merkst du, mir wird schon schlecht. Aber weißt du, was fände ich noch wichtig? Eben, weißt du, wenn man bei so Zeug sieht, dass man weiss, auch während der Corona-Zeit, einer der grössten Ausbrüche, war ja in Fleischindustrie in den USA. Weißt du, wie viele Tiere sie müssen schlachten mussten, weil sie die Tiere nicht los wurden? Also 7 Millionen. What? 7 Millionen, so in einem Monat oder zwei. Mhm. Das ist sogar ich esse auch Fleisch, aber nicht mehr so viel, wie ich es einfach habe. Sogar ich habe mir sagen, God damn, that's a lot of chicken. Wenn es Fisch war, ist es scheiße Fisch, Mann. Die sind nicht so Nur weil du allergisch bist auf Krevetten. Ja, scheiße auf Krevetten. Schöpfsfans. Aber nein, 7 Millionen ist schon ist crazy. Ja. 2 Monate, gell? Und denkst du dir so kurze Pounder Mollys, wo. Ja, gut, das Video ist 10 Jahre alt, gell? Mittlerweile ist es in 2 Minuten. Ich weiß nicht. Crazy, oder? Es gibt doch so Sachen, wo du einfach auf YouTube auf einmal bist drin. Ja. Du hast schon Zeugs geschaut. Das ist faszinierend. Ja. Gewisse Pornos sind auch so. Ja. Es gibt gewisse Pornos, die lustig sind. Gott, nee, das ist widerlich, aber okay. Mein Kützlik mit dem Manager, mit dem Team. Ja, was? Haben wir etwa eine Stunde lang haben wir Videos geschaut, wie ein Golfball in Zeitlupe an der Wand klatscht. Das ist auch etwas vom absolut Sinnlosesten, was ich jemals gesehen habe. Das ist zwei Dudes, wo Gummi über eine Wassermelone spannen. Aha, und schauen, ein nach dem anderen und irgendwann ist der Druck zu hoch und dann macht es so, weißt du, so Zeitlupe. Super Slow-Mos. Ja, weißt du, das schaue ich eben gerne. Also, da gebe ich dir recht. Das Mikrofon. Ja, sorry. Ich weiß nicht, was mit dem Mikrofon los du ist. Du musst näher zu dir. Ja, es ist ja nicht. Schau mal, bitte. Das dürft ihr nicht rausschneiden. Bitte, lehnt das rein. Wenn er. Macht das eben zum 100. Mal. Ich lange es ja nicht da. Ich lange es nicht an. Ich weiß nicht, was. Du hast immer drüber geschwätzt. So. Aha, ja. Ich sehe die eben nicht. Weißt du, jetzt siehst du mich. Okay, ja, gut. Ich sehe ja so, dass du mich die Videos finde ich mega geil, wo sie irgendwelche Sachen unter einer Pressmaschine tun. Wo sie kann, Sachen... So richtig, yeah. So richtig, das ist so, es ist so satisfying. Eben siehst du? Wenn du so Metall siehst, ist es einfach so... Das, oh. Also, weißt, ja, so, ich verstehe dich. So Schrottfabriken, weißt du, wo sie so ein Auto zusammenstauchen. Okay, das ist mega interessant, so, zum einfach zu sehen, wie würde mein Auto aussehen, wenn ich jetzt mit 200 km/h gegen ein anderes Auto würde bretschen. Gut, das reicht noch nicht. So wie die das dann klein machen. Wie klein machen? Hast du das noch nie gesehen? Etwa, wenn sie Auto... so presse. Ah, ja. Ich habe gemeint, wie sie auf so eine Seilbahn spannen und dann beschleunigen sie einfach das Auto in eine Mauer rein, so wie ein Mitpasters. Aha, nein, sondern wenn sie es wirklich zusammenpressen, etwa vom Schrottplatz. Shit, oder? Okay, nein, so wie das habe ich noch nie geschaut. Es ist eben so Sachen. Das ist okay. Schon. Aber ich verstehe dich schon, das sind so... Ich habe noch keinen Namen für so Videos. Das wäre auch so ein geiles Thema im Programm. So der ewige Stand-Up-Comedian redet über etwas und denkt, das wäre nicht so ein scheiß Thema. Logisch, wenn man sich verirrt. Ich habe ohne Scheiß, was ich bis heute bereue. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Was? Ich habe, glaube ich, irgendwie Bundesliga geschaut. Ja? Ja, und dann? Und dann bin ich bei Naturgeburten gelandet. Oh! Ich weiß wirklich bis heute nicht, warum ich es geschaut habe. Aber eine Frau hat ihr eigenes Kind in ihrem Garten in so einen Fluss gebärt. Oh Gott! Und das ist, weißt du, ungeschützt auf YouTube, kannst du das schauen? Es ist so,
Okay. Ich verstand, weißt du, früher, das muss man schon mal ab und zu überlegen. Das ist jetzt ein blödes Beispiel. Aber ich has mir gedacht, zum Beispiel, wo Charlie Hebdo gesehen ist. Ja. Da hast du einfach können, in so gut wie jedem grossen Medium, hast du selber können sagen, ah ja, ich klicke jetzt ein Video an und schaue zu, wenn ein Polizist verschossen wird. Ja. Jetzt, George Floyd. Ja. All das Zeugs. Und also, es ist im Fall von George Floyd ist ja wichtig, dass man es sieht. Ja. Aber früher hast du Fernsehstationen gehabt und dort haben geschulte, ausgebildete Menschen entschieden, was zeigen wir, was zeigen wir nicht. Ja. Also ich habe mitgekriegt, von zum Beispiel 11. September haben mir Leute erzählt, mein Vater ist zum Beispiel gerade in den USA gesehen. Dann. Und dann haben wir telefoniert, weil ich zuerst nicht gewusst, ob er überhaupt okay ist und so. Und dann haben wir telefoniert und dann haben wir verglichen, was sieht man dort am Fernsehen, was sieht man bei uns am Fernsehen. Mhm. Und zum Beispiel, alles mit Menschen und dem Turm, hat er gesagt, hätte es nicht gegeben im amerikanischen Fernsehen. Wir haben gesehen, wie sie das so Fenster rausgekumpt sind ja, und genau, all das ja. Zeugs. Oder? Und er hat gesagt, es hätte es nie gegeben dort. Und das ist so einer der letzten Incidents gesehen, wo du noch quasi eine Kontrolle gehabt hast von einer äußeren Station. Und es ist natürlich gut, dass du jetzt selber kannst Sachen schauen. Das Problem ist aber, ich selber habe es auch schon gemerkt, manchmal überlegst du dir nicht, genau, was du läufst. Wollte ich das wirklich sehen? Ja. Und dann hast du es geschaut und du kannst es nie mehr nicht sehen. Ja, das ist für mich, es gibt ein Video von Rotten. Kennst du die Seite? Ich weiß nicht mehr. Oh mein Gott. Von Rotten irgendetwas. Shit! Nein. Das ist mal, wenn ein Kollege in der Informatikstunde mir so ein Dschihadisten-Video geschickt hat. Ich habe gar nicht gewusst, was es war. Aber dummerweise, der Thumbnail war völlig etwas anderes. Ja, ja. Dann drückst du drauf und dann, eben, ich verzeihe es für dich, aber widerlich. Widerlich, das vergesse ich bis heute nicht. Aber ich verstehe dich, aber früh. Naturgeburten? Come on, man, das ist der. Der ist gesucht. Nein, das ist nicht gesucht. Fine. Ich habe es nicht gesucht. Irgendwann verirrst du dich im YouTube-Algorithmus. Ja, wenn wieso? Wenn du so Zeugs. Eingehst, Geburt, Wasser. Nein. Du hast es gesucht, oder? Ich weiß bis heute nicht, wenn ich auf das gucke. Aber ich habe es geschaut. Ich weiß auch nicht, warum YouTube gefunden hat, hey, schau einer zu, wie sie 2 Kilo Steak isst. Ja, ich kann nicht. Es kommt, ich glaube, du schaust eben öfters so Zeug. Für YouTube, hey, Naturgeburt. Etwas vom... Weißt du, was ich gesehen habe? Was? Ah, da habe ich dir sogar gezeigt. Du bist nicht an diesem Tag zu mir gekommen. Irgendwann schlägt mir ein Video vor von einem, wo sich schnell ein Poolhaus baut mit einem fucking Stock. Ja, das habe ich gesehen. Ja, das ist crazy. Das war fucking crazy. Und mit 2 Monaten, gell? Alter! Oh, das ist ein geiles Video. Also ich würde eigentlich jedem empfehlen, das Video mal zu sehen. Dann siehst du mal, wie schwierig es ist, ein Haus zu bauen. Und das hat über 1 Million Views. Also es ist wirklich mega geil. Und vor allem, es hat sich dann herausgestellt, der baut die ganze Zeit so Sachen. Ah, das weiß ich gar nicht. Das ist absurd, der Typ. Das ist nicht sein erstes Haus? Nein! Er hat nur einen Stock! Oder? Ja, und irgendwie hat also er ein bisschen umhacken mit irgendwie so einer. Ja, oh mein Gott. Sichle oder was das immer ist. Apropos Videos und so und. Ja? Geburten hast du die Serie Sense8? Nein. Schon mal gesehen? Nein. Alter! Ich kenne aber jemanden, der dort mitspielt. Ja, ja was? Ja? Wirklich? Ja. Ah ja? Geil. Schwester von der Monika. Was spielt sie? Sie spielt. Illegal in der Stadt, irgendwie so. Okay. Ja. Nein, also mega cool, aber der... Mexikanerin. Oh nein, sagen wir nicht. Aber auf jeden Fall, das war eine Serie, die mich mega überrascht hat, Folge 6 oder 8 oder so. Es ist einfach, wie alle Charaktere auf die Welt kommen und sie zeigen dir 8-mal, wie einfach ein Babykopf durch eine Vagina durchgepresst wird. Das ist wirklich crazy. Und du erwartest das nicht. Aber jeder sollte mal sehen, wie eine Geburt eigentlich stattfindet. Aha, aber schau da, Dude. Mittlerweile hat es 165 Millionen Views. Also wahrscheinlich hat jeder Mensch das Video jetzt gesehen. Ja, genau, ja. Darum hat vielleicht auch YouTube mir gesagt, schau das. Ja. Aber am Anfang tut er auf das Ding ausbuddeln. Ja, stimmt, das weiß ich. So, ich spule mal auf. Man muss eigentlich fast alles schauen. Ja. Aber ich spule mal nur auf 1,5 Minuten.
Und dann hat er schon das gebaut. Schau mal an. Das ist so crazy. Und vor allem, der macht die ganze Zeit so Zeugs. Ich komme noch nicht ganz durch, was sein Business ist. Ich weiß es eben nicht. Kann ich das Zeug nicht auf Airbnb tun? Ich würde es mieten. Ich sage, hey, weißt du, dass er wenigstens etwas bekommt für die Arbeit? Ja, also mit 165 Millionen Views hast du sogar etwas verdient. Sogar auf YouTube. Ja, das stimmt, ja. Sogar dort. Und vor allem, wenn der die ganze Zeit so Videos macht, ich nehme schade, dass der das dann vermietet. Crazy. Mr. Tofu heißt er. Ja. Weißt du was? Da, wieso ist das hat 72 YouTube? Millionen. Was ist das? Underground Temple Tunnel House with Swimming Pool. Komm, schau einfach mal schnell. Oh ja, am Gott. Ende kannst du einfach springen, damit ich den Ende sehe. Ja, eben. Was? Was? Mit meiner WhatsApp? Wie hat er das gemacht? Ja, also, weißt du, ich bin mir auch nicht sicher, ob das wirklich genau alles nur mit dem Stock ist. Aber vor allem, eben, da musst du sie auch immer noch filmen. Das Gerne ist am Schluss gut, immer baden in dem Zeug, was er gemacht hat. Und vor allem, weißt du, das hat ja keine Reinigung. Keine Reinigung, eben das heißt, nicht. Das heißt, der Pool sieht einfach so aus am Tag, wo er gebaut hat. Und dann nachher ist es grün und zwei Tage später ist Moos und Algen. Genau, ja, das ist gruselig, Mann. Also wirklich. Ja, und wo schwimmt er jetzt durch? Crazy. Badminton, okay. Ah, da läuft er noch ein bisschen rum. Also, aber weißt du, was macht der Typ den ganzen Tag? Wer filmt das? Weißt, er hat eine professionelle Filmcrew. Ja, mittlerweile hat er eine professionelle Filmcrew. Früher hat er es ja selber gefilmt. Also, er baut das, er hat seinen Stock und dann tut er irgendwie in das Lehmzeug, tut er das alles raushacken. Und dann baut er immer so Bambus. Und dann bewässert er seine Blumen draußen. Es ist absurd. Also, ich komme nicht raus. Ich würde das so gerne Airbnb. Einfach allein Warum ist das YouTube-Idee schwarz? Das habe ich mal so eingestellt. Ah ja, das hast du? Dunkelmodus, das ja. Das habe ich nicht gewusst. Siehst du, bist ein YouTuber. Nein, du bist... So weh. So eine Vorlage. Du bist so ein YouTube-Profi, aber deswegen eben schlotzt er eben so weirdes Zeug vor, Mann. Nein, echt, Mann. Naturgeburten, come on, du. Das ist freaky shit, muss ich schauen. Es ist so. Aber, ganz ehrlich, man muss sich mit allem auseinandersetzen. Ja. Genauso wie eben, wenn man zum Beispiel sollte Tier schlachten, mal selber, wenn man das die ganze Zeit isst. Ja, voll, finde ich wirklich. Weil ich glaube, du wirst genau wegen dem Grund eben, isse ich weniger Fleisch. Weil ich schon weiss, woher gewisse Tiere kommen. Und ich mir immer wieder vorgestellt habe, wie wäre es, wenn ich das selber müsste machen. Mhm. Weißt du, eine Kuh wirklich ausblüten lassen. Nein, Mann. Mhm. Und ganz gedämmen und dann selber schneiden und in deine Augen schauen. Und dann noch essen. So. Aber Fisch finde ich. Okay. Fish don't have eyebrows. Hast du schon mal? Okay. Es ist wie wenn der Fisch dich anschaut und einfach anfickt. Was ist, Alter? Was ist? Hast du schon mal gefischt? Ich ja, aber auch nicht. Ich kann es auch nicht töten. Ich kann auch einen Fisch nicht töten. Ich bringe es nicht übers Herz. Hast du ihn gefangen und hast ihn wieder reingeworfen? Ja, ich bringe es nicht übers Herz. Ein Fischer. Ich bringe es wirklich nicht übers Herz. Ich kann es essen, aber ich bringe es nicht übers Herz. Ich kann es nicht töten. Das ist... Bei welcher Größe vom Tier hörst du auf? Es gibt Leute, die können keine Fliegen töten. Also nein, ich töte Fliegen und Mucke. Ja. Aber größer als Fliegen nicht. Und Motten. Die drei Sachen, alles andere töte ich. Motten empfinde ich nicht einmal ansatzweise als Tier. Ja, die sind gar kein Tier. Die sind einfach. Die kommen aus dem Nichts und sind durch Staub, die nicht mal Blut. Wenn du die zusammenstellst, ist es einfach Staub. Staub, gell? Ja, einfach Staub. Das ist, so, das ist so wie Vampir. Ja, fucking from dust to dust. Scheiß auf die Dinge, Mann. Aber Spinnen lerne ich. Ich habe, wenn ich in Eugstetal gewohnt habe, habe ich einfach krass. Ich habe in meinem Gang, wenn du das Fenster am anderen Ende von der Wohnung aufgemacht hast, hat es einen Durchzug gegeben. Aber das Blöde daran ist, sind alle Viecher reingekommen. Und dann eines Tages laufe ich zu dem Fenster, will aufmachen, mache es auf, will meinen Kopf rausstecken und sehe einfach ein riesiges Spinnennetz. Und so eine Spinne, etwa dort, einfach in der Mitte. Und einfach fliegen dort drin. Dann habe ich gedacht,
wenn ich jetzt Spinne jetzt wegnehme, alle Flüge kommen rein. Mm. Er denkt, er kann essen, er bleibt da, er kommt ja eh nicht in die Wohnung. Also die Spinne, also sie. Hast du das Haustier gesehen, ja, genau, das du mir erzählt hast? Ja, genau, Alberto. Ich bin aufgepackt und sage einen guten. Gut, aber ganz ehrlich, wenn du im Ögstertal wohnst und du lässt vorne und hinten auf, dann kann es ja sein, dass mal eine Kuh reinläuft, oder? Oh mein Gott. Oh, Ögstertal ist mega herzig. Ja. Ich habe es grossartig gefunden. Wie viele Einwohner hat es denn gehabt? 200? 200 Einwohner. Auf und du? Und ich, ja. Der Ausländeranteil ist um 100% gestiegen. Nein, wir haben mega viele Ausländer. Nein, du hast gar nicht können steigen. Du hast zuerst bei null gesehen. Ja, nein, es sind fast schon ein paar Ausländer da gehabt. Noch ja. Viel. Für 200 Einwohner in den Bergen. Also in den Bergen. Auf einem Hügel. Hinter Zürich. Mein Gott, wenn ich zu dir gefahren bin, ich habe gerade nochmal müssen tanken. Du bist so steil, bist du hin und her gefahren. Das Auto gesehen. Das ist gerade hinter Zürich, gell? Ja, ich also, weiß. Es ist ja schön. Aber zurück zu deiner Geburt im Land. Alter, what? Was hast du für ganz ehrlich, Sachen? Ganz ehrlich, die Handy hätte jetzt 100-mal gehört sagen, Geburt, Naturgeburt, Geburt in Natur, Naturgeburt. Rote mal, was jetzt oben auf dem YouTube auftaucht. Naturgeburt, das ist ein freiwilliger Tag gesehen. Insta-Werbung. Was auch du? Wolltest auch du eine Naturgeburt? Da, wir haben ein Taxi, das extra in den Wald rausfährt und die einfach ablässt und allein. Wir holen die 45 Minuten wieder. So, lass uns so schnell über dich reden. Was? Machen wir jetzt auch noch. Okay, was auch nicht. Weil du gesagt hast, Ögstertal. Ja. Wieso bist du damals ins Ögstertal gezogen? Weil ich habe hier gewohnt, an der Kuhlmannstrasse in Zürich. Und ich war als Untermieter angemeldet. Und nach zwei Jahren hätte ich die Hauptmieter werden. Und sie müssen die Wohnung neu renovieren. Sie müssen alles malen, alles rausnehmen. Und so. Dann habe ich gewartet, nach zwei Jahren schicke ich alles ein. Und dann sagen sie mir nachher, sie haben ein unregelmäßiges Einkommen gefunden. Ja. Ich habe zwei Jahre lang eingezahlt, ohne Probleme. Ja. Und dann plötzlich, wenn sie dann plötzlich mal mit dem Hauptmieter Hände machen und sehen, mein Lohn ist nicht immer gleich, ja, haben sie gefunden, oh nein, dann habe ich gefunden, aber zwei Jahre habe ich jetzt ohne Probleme gezahlt. Und weißt du, es ist nicht so, dass ich zu wenig kann. Es ist einfach, ja, ein Monat ist einfach Tausende mehr, ein Monat Tausende weniger zum Beispiel. Oder zwei mehr oder zwei weniger. Ja, ja. So, ja, das ist halt. Das Leben von einem Künstler. Ist halt unser Job, ja, ja. Also übrigens, jeder Selbstständige, ja, hat das so. Ja. Und dann haben sie wirklich so ein Hin und Her gemacht. Ich habe mich einfach aufregen. Und dann habe ich gehört, sie haben das bei den Nachbarn gemacht. Dann bin ich hässig geworden und dann impulsiv einfach meine Wohnung gekündigt. Aber den Zeitpunkt habe ich nicht richtig angeschaut. Weil ich habe dann erfahren, dass sie eigentlich die Wohnung renovieren und Türen vermieten. Deswegen haben sie Leute loswerden und haben eben so Zeug davon machen. Nein, dann komme ich, lass nicht mehr machen. Könnte die Wohnung und merke, Scheiße, ich muss in zwei Monaten eine Wohnung in Zürich finden. Und dann nachher gehe ich für zwei Monate ins Ausland. Das heisst, wenn ich eine Wohnung nicht vorher finde und ich heimkomme, habe ich kein Zuhause mehr. So, dann habe ich gesucht, wirklich Wohnungen gesucht, überall in Zürich. Eben, du brauchst viel mehr Zeit als nur zwei Monate, du musst ein Jahr. Und dann so nach eineinhalb Monaten habe ich die Wohnung in Ostertal gesehen. Ja, sie müssen nehmen. Ich hatte keine andere Wahl gehabt. Die Wohnung war viel zu gross. Gewesen. Irgendwie 15 Minuten, 20 Minuten weg von Zürich. Aber günstiger als die Wohnung, die ich in Zürich zahlt habe und für mehr Platz. Dann komm, wieso nicht? Ich nehme die Wohnung, wenn ich heimkomme, kann ich wieder wegzügeln. Aber dann bin ich zurückgekommen und habe mich in die Wohnung verliebt. Ja. Wirklich, also bis heute finde ich die Wohnung eine von den geilsten Wohnungen, die ja jeder verwohnt. Ich habe sie halt nie fertig eingerichtet gesehen. Ja, stimmt. Ja. Es sind irgendwelche noch verpackte Sofas dort gestanden. Ja. Und so. Ich habe mich schon angefreundet mit dieser Wohnung, aber irgendwie habe sie nicht fertig gemacht, wie die jetzige. Die jetzige ist so fast fertig, aber ich ziehe auch weg. Irgendwann ist jetzt, ja, dann. Ja. Ja, das ist die Geschichte von euch schon da. Mega schön gewesen. Wirklich, also mega genossen. Meine Nachbarn waren mega cool gewesen. Und am 1 am Morgen haben sie alle Strassenlaternen abgestellt. Und dann hast du die gesamte Milchstraße einfach im Himmel gesehen. Was? Das bekommst du nicht in der Stadt über, okay? Nicht mal in Basel, wo du wohnst, okay?
hey. Wieso sagst du das so? Nein, natürlich nicht. Natürlich kriegst du das in einer Stadt. Nein. Das war eigentlich euch schon da, das war mega schön. Dort habe ich gemeint, ich bleibe für immer. Wirklich? Ja, der Kenny ist reingekommen und gesagt, in dieser Wohnung bist du Vater. Was? Dann hat er gesagt, Naturgeburt, er hat schon gewusst. Im höchsten Tal. Ja. Und Lenzburg? Lenzburg bist du aber auch immer noch gern. Ja, gerne. Ja, ich bin mir jetzt am überlegen, ob ich nach Lenzburg wieder zurückziehe. Sogar? Ja, weil eben wäre am besten wegen dem Weg, wegen der Freundin auch noch. Mhm. Und dann ist so, dann bist du in der Mitte irgendwie. Und, du hast eine Freundin? Nein, ist gut, so ein Blöder. Nein, stimmt, ich habe keine Freundin, sorry, das schneiden wir raus, oder? Jo! Glanz und Gloria hat gefilmt. Ja, gell, stimmt. Was die unbekannte Schönheit ist, hat er aber nicht wollen sagen. Das ist wahre frech. Ja, okay, dann, weil dann bist du schön in der Mitte. Ja, genau. Bist du noch bei der Mutter. Ja, aber Lenzburg ist einfach... Nein, meine Mutter ist weggezügelt, jetzt wohnt sie nicht mehr. Also nicht mehr, ein Dorf weiter. Wirklich? Wie sagt sie mir so? Bitte sie mir an. Als würde sie nicht wissen, wo ich wohne. Wo ich in die Diät komme. Und dann finde ich so, hallo, ja. Du weißt schon, dass wir eine Wohnung suchen, oder? Ich so, ja, Vater, ja. Wir haben eine Wohnung gefunden. So, wo, sagt sie. In Gerhardswil, gell, mega herzig. Weißt du, wo Gerhardswil ist? So, Mann, verarsch mich nicht, Mann. Du weißt haargenau, du wohnst jetzt 5 Minuten von mir entfernt. So blöd, like, komm. Hey, weißt du, wie geil, wenn sie anrufen und sagen, hey, ich hätte eine mega tolle Wohnung gefunden. Und weißt du, was noch lustig ist? Die eine Tür klingelt, da steht ein Guila drauf. Das ist ja komisch. Sie zieht unter dir rein. Ich glaube, da wohnen auch Afrikaner da. He? Ich glaube, die sind aus dem Kongo, Charlie. Nein, meine Mutter wohnt jetzt eigentlich gerade nicht. Aha, dann würdest du gar nicht in ihre Nähe ziehen. Nein, aber weißt, ich bin in Lenzburg aufgewachsen, kenne die Leute dort und ich so, ja, Lenzburg ist zwar eine Stadt, aber wir kennen uns alle. Und irgendwie, wenn findest du das beruhigend oder eher stressig? Kommt auf an. Weißt du, ich meine, jeder, der aus einem kleinen Dorf oder Stadt kommt, weiß, jeder redet über jeden. Mhm. Und irgendwann, wenn du den Eltern bist, sagst du immer, ich will von da weg, Schwester, alle reden über alle. Ich weiß auch nicht, es ist einfach auch so, ich kenne es und die Welt ist so gross. Mhm. Warum sollte ich unbedingt dort zurück, wo ich schon kenne? Ja, ja. Ich meine, ich soll doch irgendwo Neues hergehen. Ich meine, hast du schon in Freiburg gelebt, in Aarau? Wo hast du gelebt? Freiburg. What? Ja, Mann. Das habe ich gar nicht gewusst. Mann, wie wir in die Schweiz hoch sind. Das war in Freiburg. Wirklich? Ja, voll, Mann. Ja. Yeah. Ah, damit er noch ein bisschen das Französische kann. Ja, oui. Il fallait qu'on parle français avant qu'on apprend l'allemand. Hein? L'allemand avec Dieter Das. Hein? Oui. Alle Berse. Hein? Das habe ich gar nicht gewusst. Freiburg. Wie lang? Ja. Wie? Wie lang? 9 Monate etwa. Ah, okay. Ja, und dann sind wir nach Aarau, sind wir auch gewesen. Ja. Lenzburg, Eugstetal, Zürich, Niederlands, wo noch? Ja, jetzt Dietikon. Regensdorf. Ah, stimmt, Regensdorf. Regensdorf, ja auch noch. Ja, stimmt, Regensdorf will ich auch noch sehen. Ja, der Aglo-Traveler. Ja. Charles, der Aglo-Traveler. Ja, wie voll. Deswegen zurück nach Lenzburg. Charles Agluela. Sorry. Wenn du von Basel wegziehen willst, willst du zurückgehen? Hm? Nein, eher, oder? Ja. Lustigerweise habe ich in meinem Kopf ein gewisses Gefühl gehabt, dass ich irgendwann von Basel weggezogen bin. Nämlich, wo ich deutlich mehr auftreten. Okay, ja. Also weißt du, 2015, 2016, wo es wirklich spürbar mehr Auftritte geworden sind. Ja. Ich habe immer das Gefühl, mir keine Decke auf den Kopf. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss weg von Basel. Ja. Und dann aber, als ich gemerkt habe, ich bin jetzt einfach grundsätzlich öfters weg. Und ich habe also ein bisschen meine Sommergeschichte, ja, okay, wo ich mal irgendwie ein, zwei Monate weg bin. Und im 15 bin ich eh 4 Monate Weltreise. Dort habe ich dann so wie gelernt, akzeptieren, sondern eben auch den Heimatort zu lieben. Okay. Und Basel ist natürlich trotzdem, hat schon eine Größe,
Man sagt immer, ja, Basel ist ein Dorf, bla bla, das heißt immer. Ja, stimmt nicht, Basel aber, ist schon gross. Aber Basel hat schon eine Größe, wo ich oft weiss, hey, wenn ich an einen bestimmten Ort gehe, irgendwie mit Stammbeiz oder so, dann ist die Chance hoch, dass ich die Person sehe. Wenn ich nicht dort angehe, dann nicht. Und vor allem so, wie wir jetzt wohnen, ist es ja so eine Art, so eine, das ganze Haus ist ja eigentlich wie eine Familie. So, ja, okay, und darum ja, genau. Sehe ich mit dem eigentlich kein Problem. Ja. Aber ich finde es trotzdem noch easy, dass ich in Zürich noch einen Teil bleiben habe. Ja. Einfach wegen dem Weg und all dem Zeug. Okay. Und darum, wenn ich wirklich wegziehe, keine Ahnung, ob ich dann wieder zurückgehe, aber ich, ja. Ja, bei mir ist einfach, ja, bei mir ist einfach strategisch, ist es einfach für mich, wäre ein bisschen klüger, ja, aber so. Yeah. Weil ich an so vielen Orten dann war, ich habe mit der Zeit angefangen zu merken, Lenzburg bleibt meine Heimat, aber irgendwie, die Welt ist gross, es gibt trotzdem Sachen zum sehen. Und irgendwie, Regensdorf war auch mega spannend, gewesen, obwohl eben Mitbewohner nicht yeah. Der Beste war. Und Eugstetal auch, wirklich 200 Einwohner, würdest du nie im Leben gehen, aber dort habe ich Helvetia Secret geschrieben. Deswegen liebe ich auch das Ort, weil mir das Programm ist dort entstanden und der Thülensee. Und die Tikon, natürlich der Wald hinter und der Egelsee, also wirklich mehr, also der Naturschutzgebiet hinter die Tikon, wirklich der Hammer. Ja. Wirklich der Hammer. Wirklich underrated. Ja, das ist gesagt. Wenn wir, ja. Dort, wenn wir unbedingt zum Fama gehen, ja. Wirklich. Du kommst her und denkst so, wow, wirklich cool. Ja. Schön. Ja, du. Ich überlege mir immer, was wäre der perfekte Ort zum Wohnen, wenn man in der Deutschschweiz auftritt. Und zwar eben in der ganzen Deutschschweiz. Also da ist ja dann eben auch noch das Rheintal drin, also für auch Graubünden drin. Weil dann bringt Olten auch nicht so viel. Weißt? Für mich bis jetzt der beste Ort, wo ich gefunden kann zum Wohnen, was Zug und die Autobahn Zugänglichkeit anbelangt, ist Tietikon. Wirklich? Bis jetzt, wirklich. Weil du nicht so mega in den Stau kommst, du kannst außen rumfahren. Du kannst auch so rumfahren. Ja. Wenn du dort lebst, gewisse Orte musst du nicht weiter. Mhm, ich muss nicht richtig Aarau oder so gehen, wo du weißt, ab Baden oder vorher schon fährst du an Verstauen. Mhm. Dann Lenzburg wieder und dann Aarau, je nachdem wieder. Ja. Und dann Olten wieder. Einfach so, die Staupunkte hast du einfach nicht mehr. Und auch der Zug kommst du fast von überall immer heim. Wenn nicht, kommst du immer auf Zürich heim. Und wenn du von Zürich kommst, du irgendwie nach dort. Und jetzt bauen sie ja noch Tramli. In Tramlinie. Wirklich? Das ist, ja, das ist Bus, Tram. Und dann fährst du eineinhalb Stunden Tram, oder was? Ja, du kommst heim. Du wachst einfach in Bad auf. Aber du kommst heim. Nein, bis jetzt muss ich wirklich sagen, da, weil auch nach Bern, Basel ist alles eine Stunde. Auschwitz, alles eine Stunde. Ja, yeah, ja. Yeah. Und sobald du so richtig Zürich musst gehen und du weißt, wie es in Zürich staut, bist du froh, dass du vor Zürich rausfahren kannst. Ey, jetzt, seit einem Monat ist wieder. Das ist crazy. Aber du musst warten, jetzt gehen alle in die Ferien und dann wird es nicht mehr so stauen. Ja. Yeah. Deswegen am Dienstag muss ich nach Tessin und fahre am Morgen am 4 Uhr ab, Schwester. Ich habe keinen Bock. Nein, und Scheiße, ich habe keinen Bock. Am 4 Uhr am Morgen. Am 4 Uhr nein, ich habe es nicht gesagt. Nein, weißt du, ich gehe am 1 am Morgen. Damit ja keine Leute auf die Idee kommen, am 4 am Morgen. Und dann hat das Gepäck abladen und dann einfach in die Sonne sitzen am 8 Uhr am Morgen. Nein, keine Ahnung. Go brunchen. Ja. Irgend so etwas, ja, keine Ahnung. Irgendwie. Easy. Verkehr rund um Zürich ist. Ist kacke. Nein, komm. Ein Mofo. Nein. Goddamn Mofo. Ja, wirklich, ja. Und ich habe keine Geduld mehr für das. Das ist Lebensqualität, finde ich. Wenn du näher kannst an deinem Arbeitsplatz wohnen kannst, dann würde ich es auf jeden Fall machen. Es ist viel effizienter. Und ja. Einfach alle Auftritte viel. In der letzten Zeit habe ich viel mehr mit den Ostschweizern zu tun. Ja, Ostschweiz ist extrem am Boomen. Ja, das ist, darum habe ich ja unbedingt probiert, irgendwie in Zürich noch nehmen, können zu pennen. Ja. Weil eben, vor allem wenn du von der Nordwestschweiz, obersten linken Punkt, eben, Basel, quer rüber gehst in die Ostschweiz. Hey, wir haben einmal vom Madeleine Herbruck. Hat uns sowieso noch der Rolf von Messer und Gabel hat uns noch eingeladen zu sich.
Und dann sind wir dort noch irgendwie Kaffee getrunken und der Nico Arn ist noch dabei gewesen, haben so ein bisschen geschwätzt. Okay. Und dann irgendwann so um zwei haben wir gefunden, oh nein, nicht um zwei, es ist glaube ich eben früher gewesen, es ist dann einfach so lange gegangen, haben wir so um eins, glaube ich, haben wir gesagt, jo, wir fahren vielleicht mal los, damit wir so drei, halb vier in der Heim sind. Ja. Hey, und dann hat es die ganze Strecke, eben rund um die Dietikon, haben sie irgendwie gebaut. Und dann musst du mit 80, musst du so... so und überall Baustellen und was weiß ich, dann sind wir so um 4 Uhr morgens daheim gewesen, dann findest du so, eben, gar nicht, ich sage es im Fall, nein, zusammengerechnet, 8 Stunden im Auto verbracht für einen Auftritt. Ja. Ich finde wirklich die Dietikon-Raum Zürich, ich finde Zürich nicht mal so zentral, wie alle meinen. Nein. Zürich ist nur geil, wenn du jung bist und findest so, ja, Ausgang und so, ich muss nicht lang heimfahren. Aber zum Wohnen finde ich nicht, ohne apropos Zürich, eben Ausgang, Corona und so, ja, muss man so sagen. Für die, die gerne in Zürich in Ausgang gehen. Nein, aber... vielleicht noch ein bisschen warten. Ja. Aber ich muss auf jeden Fall sagen, Dietikon bis jetzt ist für mich wirklich perfekt. Es tut weh, von Dietikon wegzuziehen. Ich habe so viel Geld gespart mit Benzin auch. Ja, ja. Weil einfach, Stau ist einfach ein Benzinschlucker. Ja. Ist wirklich. Und wenn du das kannst umgehen, wirklich, Dietikon. Ich mache jetzt Werbung für Dietikon. Dietikon City, ja. Wir haben Skulpturen. nicht solche, die sie mir abreißen. Nein, nicht solche, die sie mir abreißen. Solche, die wir stehen lassen. Es gibt mindestens 3 Kebab-Läden am Bahnhof. Ja. Yeah. 200 Meter Umkreis, 3 Kebab-Läden. Weißt, es ist so viel, dass du dich fragst, verkaufen die wirklich alle Kebab, Mann? Das ist so nebenan. Und der Chines hat es noch? Ja, du warst nebenan. Yeah. Come on, man. Oder Coiffeuse für Männer. Nebenan, come on, dude. So, ich weiss nicht, da können 20'000 Einwohner, aber nicht alle gehen am Samstag in die Haare schneiden. So, come on, man. Well, tschüss, Sally. So, hey, willst du einen Haarschnitt? Ja, voll. Mach meinen Bart. Das Basel jetzt mal so eine Kunstgalerie, gell? Ja. Baylor. Nein, wirklich so völlig abgefuckt. Da sind irgendwie auf 2 Bilder drin gegangen. Und komischerweise sind Leute immer für eine halbe Minute da rein. Ja, gell? So. Oh. Kurzkunstkonsumenten. So. Schönes Bild. Ich gehe wieder. So wie in Biel. In Biel, ey, früher in Biel, ist einfach können, es hat 3 Läden gegeben, du hast einfach den Zug können nehmen. Und ich weiss es, weil ein Kollege mir erzählt hat. du hast einfach können gehen. Oder nein, ich kann es nicht erzählen, also würde mir das erzählen. Das war bei mir. Ja. schon das letzte Mal, wo ich da war, haben wir über Kiffen geredet. Kommst du dann an und dann laufen wir in so einen Schuhladen rein. Wir laufen umeinander und irgendwann schaue ich meinen Kollegen, den Moati, und sage, hey, Alter, das ist ein komischer Laden. Aber ich weiss nicht was. Er sagt, gell, ich glaube, es ist mega schräg. So, die Leute sind sehr komisch. Und dann laufen wir umeinander und irgendwann sehe ich einen Schuh und merke, es hat keine Preise. So, nirgends Preis ist. Hä? Da gehe ich vor und stelle die Schuhe an, fragt mich, ja, kann ich dir helfen? So, ja, wie viel kostet die Schuhe? Also weißt du, die Schuhe. Und dann fragt er nochmal, kann ich dir helfen? So. Dann sagt er so, oh shit! Okay. Ich habe einfach 50 Stutz auf dem Tisch, er macht die Schublade und tut 50 auf dem Tisch. Und ich denke, oh shit! Kein Scheiß, frag Leute aus Biel. Die Geschichte ist wahr, es hat Araber gehabt, in der Nähe vom Bahnhof, wo du ein Schild gesehen hast, DVD. Ich schwöre, ich übertreibe es nicht. Leute, die das schon gesehen haben, können das bestätigen. Du läufst in den Laden rein und du siehst DVDs am Boden in Schachteln. Und einfach 3 Araber, die dort einfach sitzen. Und dann lässt du einfach hin und sagen, sagst du DVD? Schau dir an, so, was brauchst du? Und sagst du, dann wirklich das vor dir so schick. Scheiße. Ich bin 18 gewesen, ganz anderer Mensch. Du kommst in die Schuhe an, sagst, wie viel kostet die Schuhe? Kommt drauf an, wie schwer er ist. Aber es, also, ist, es hat funktioniert. Die Sohle ist 5 Gramm schwer. Ja. Oh, und der Bändel? Weißt du, der Bändel zum Ziehen? Aber den Laden hat es gegeben, ich schwöre, du kannst einfach Leute
fragen, wo zu Biel wohnen oder gewohnt haben, sie kennen die drei Läden. Das weiss ich. Es ist fucking Hobby geworden, nach Biel fahren und die Läden rausfinden. So, lass ihn in den Laden rein. Kannst du mir helfen? Ja, aber noch Schuhe, was läuft mit dem? So ein Footlocker und sagt, hey, hey, schiebst du einen 50 rüber und dann, wir haben Sale dort. Hey, Jordan. Zwei Paare Socken. Oh nein. So, du musst gehen, gell? Ja, voll, ich muss langsam. Vielen, vielen Dank für das Wiederkommen. Ja, danke dir. Leider haben wir zu wenig Zeit gehabt, aber... Ich glaube, wir müssen wirklich wie einen separaten Podcast machen, wo wir einfach so... So mischt aber wie heute wieder. Ja, voll, Mann. Haben wir überhaupt einen Oberbegriff gehabt? Was? Für heute. Hat es einen Oberbegriff gehabt? Also, es ist immer noch im Feelgood Podcast, aber okay, genau, unser Ding müssen wir dann, glaube ich, anders nennen. Charlie and Joel's Daily Weekly Catch-up. Irgendwie so. Ja, gar nicht, ja. Kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Nein, wir nennen es Molly. Oh Gott. Oh Gott. Hey, also Steak. 72 Ounce Steak. Bei Molly. So, no. Danke vielmals. Hey, danke euch. Bis bald. Bis bald. Dankeschön. Peace. Crack!